Ja, wir haben uns hier getroffen, um einen Kaffee zu machen. Handgemacht, handgemahlen, handgepresst durch die Aeropress zum Beispiel und auch handaufgegossen. Und ja, was hat das tatsächlich mit OER zu tun? Haben wir uns schon auch ein bisschen gefragt. Aber ich finde, es ist eben auch ein Nehmen von anderen, wie man es gut produzieren kann. Man mixt sich neue Rezepte und teilt die wieder in die Welt. Und vor allem, und das finde ich fast das Entscheidendste, der gemeinschaftliche Aspekt. Man kommt zusammen, macht was Schönes, hat Freude daran und streut es danach hoffentlich wieder in die Welt. Und ich finde, so sollte auch OER funktionieren.